Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um den blassen Pfifferling. Der blasse Pfifferling erscheint im Laub- oder Mischwald und dort gerne bei Buchen und auf kalkhaltigen Böden. Auf den deutschsprachigen Raum bezogen ist der blasse Pfifferling insgesamt relativ selten und erscheint vom Frühling bis in den späten Herbst hinein. Blasse Pfifferlinge sind hervorragende und beliebte Speisepilze. Es ist hier allerdings darauf zu achten, dass die Art in Regionen, in denen die Art selten ist, geschont wird. Bei uns in Oberbayern ist der blasse Pfifferling in den Kalkbuchenwäldern die mit Abstand häufigste und ergiebigste Pfifferlingsart, weshalb wir die Art sehr gerne auch für Speisezwecke sammeln. Insgesamt gehören die blassen Pfifferlinge zu den eher größeren Pfifferlingsarten. Blasse Pfifferlinge erreichen dabei einen Hutdurchmesser von bis zu 12 cm. Der Hut kann komplett weißlich oder auch gelb-weißfleckig gefärbt sein. Die Form des Fruchtkörpers ist, wie vom Pfifferlingen allgemein gewohnt, trichterförmig. Direkt am Hut des blassen Pfifferlings befinden sich gelblich bis weißgelblich gefärbte Leisten, keine Lamellen. Die Leisten laufen weit am Stiel herab, sind aderig verbunden und gegabelt. Auf Druck können die Leisten des blassen Pfifferlings leicht gilben, also eine etwas dunklere gelbliche Verfärbung annehmen. Es gibt hier in Bezug auf die Form der Leisten nur sehr geringe Unterschiede zwischen den verschiedenen Pfifferlingsarten. Das Spornpulver ist weiß gefärbt. Der Stiel des blassen Pfifferlings ist voll, ergiebig, weiß-gelblich gefärbt und bereift. Das Fleisch des blassen Pfifferlings ist weißlich gefärbt und gilt bei Verletzung leicht. Die blassen Pfifferlinge besitzen einen angenehm pilzigen, leicht fruchtigen Geruch und einen pilzig-schärflichen Geschmack. Als Pfifferling kann der blasse Pfifferling natürlich vor allem mit anderen Pfifferlingen verwechselt werden. Der typische Verwechslungspartner ist dabei der echte Pfifferling. Während beim echten Pfifferling die Hutfarbe eigentlich immer kräftig gelblich ausfällt, ist der Hut beim blassen Pfifferling weißfleckig bis komplett weißlich gefärbt. Alle anderen Merkmale des Fruchtkörpers sind makroskopisch kaum bis gar nicht voneinander zu unterscheiden. Auch beim Speisewerk gibt es bei diesen Arten keinen Unterschied. Weitere Arten, mit denen der blasse Pfifferling zumindest theoretisch verwechselt werden könnte, wären zum Beispiel der violettschuppige Pfifferling oder auch der samtige Pfifferling. Der violettschuppige Pfifferling ist ebenfalls eine relativ große Pfifferlingsart und besitzt auf der Hutoberseite eine nicht weißlich gefärbte Hutfarbe, sondern eine violettschuppige Hutfarbe, wie man hier im Video, denke ich, schon relativ gut erkennen kann. Dazu im Gegensatz ist der samtige Pfifferling mit die zierlichste Pfifferlingsart und besitzt eher orange Farben. Also der ist deutlich dunkler gefärbt als zum Beispiel der echte Pfifferling und vor allem im Gegensatz zum blassen Pfifferling.
Ja, ebenfalls erwähnt werden muss da natürlich dann auch noch der falsche Pfifferling. Der falsche Pfifferling besitzt aber Lamellen und keine Leisten und lässt sich somit relativ leicht von den verschiedenen Pfifferlingsarten unterscheiden. Ja, hinzu kommen dann noch Arten, die teilweise auch stark giftig sind, wie zum Beispiel der zitronengelbe Raukopf oder der hier gezeigte Schwefelritterling. Die kommen teilweise wirklich im exakt gleichen Habitat vor wie der blasse Püfferling und sind ebenfalls gelblich gefärbt, weshalb man da ein bisschen aufpassen muss. Aber auch hier gilt, Püfferlinge haben immer Leisten und keine Lamellen und die anderen Verwechslungspartner, die wir hier genannt haben, also der zitronengelbe Raukopf oder eben der Schwefelritterling, die besitzen Lamellen und keine Leisten. Ja, so viel zum Thema blasser Püfferling. Der blasse Püfferling ist bei uns nicht nur einer der häufigsten Püfferlinge überhaupt, sondern auch meist der erste in einem Pilzjahr. Ja, und dementsprechend ist die Vorfreude schon groß, weil allzu lang wird sie nicht mehr dauern, bis dann im Juni oder Juli dann die ersten blassen Püfferlinge kommen. Sind jetzt noch gute 8 bis 10 Wochen und dann geht's richtig rund. Ja, und dementsprechend groß ist jetzt schon die Vorfreude. Wie sieht's bei euch aus? Gibt's bei euch den blassen Püfferling auch? Ist er bei euch vielleicht genauso häufig wie bei uns? Schreibt es vielleicht in die Kommentare. Jetzt zum Abschluss vom Video gibt es nochmal Detailaufnahmen der Art. Da könnt ihr euch die Merkmale nochmal anschauen und sich einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen guten Start in die neue Woche und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann!